Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Wir kommen zu einem Update, schauen uns den US 30 dann an. Wir haben jetzt seit einer Dreiviertelstunde Handel. Sieht gut aus. Der Markt hat sich stabilisiert. Wir hatten ja gestern abermals ein neues Tief. Somit kommen wir dieser Dreierbewegung immer näher. Und wir haben schon zwei Marken der möglichen drei Supportmarken abgearbeitet. Und das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Auch im Germany 30 eine kleine Stabilisierung. Im Moment folgt der Germany 30 dem US 30 noch nicht. Werden wir uns gleich ebenfalls anschauen. Ansonsten ereignisreich im Euro. Wir haben ein neues Tief. Letztendlich versucht der Markt, dieses Tief gerade noch zu halten. Wir werden dann nochmals gleich die Optionen durchsprechen. Und soweit dann der Euro. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir gleich in die Charts hineingehen, die jeweiligen Optionen dann besprechen. Wenn Fragen sind, gerne über den Chat, dann können wir das zusammen angehen. Okay, im US 30, was ist hier die Vorgabe? Letztendlich aktuell, wir hatten jetzt letzte Woche diese Rallye und wir hatten den Extensionspunkt, also die 161er von diesem kleinen Anstieg hier bei 33.188 perfekt abgearbeitet. Seit dem Hoch letztendlich ist die Idee, dass eben eine Konsolidierung eintritt und wir mögliche Supports, die wir vorher hier definiert haben, abarbeiten. Und am Montag hatten wir bereits ein Tief mit einer Rallye gesehen. Also so war dementsprechend die Idee, dass hier eine Dreierbewegung vielleicht am Montag sogar schon durch war. Wichtig ist, dass der Tiefpunkt eben nicht unterschritten wird und dass dann eben die Rallye weitergehen kann. Die zweite Option ist oder war, dass wir dementsprechend mit diesem Anstieg hier eine B vollenden und dann eben noch ein weiteres Tief entstehen kann. Im Idealfall sogar, dass die alten Hochpunkte, die definieren sich ja aus dem Hoch am 25. Februar und am 9. März, dass wir eben dann in einer zweiten Bewegung diese Unterstützungszone dann noch erreichen. Okay, soweit die Theorie. Wir haben jetzt gestern eine Mindestbedingung praktisch erfüllt, dass wir den Tiefpunkt des vorangegangenen Tiefs rausgenommen haben. Somit ist diese Variante hier interessant und könnte auch mit dem gestrigen Tief sogar dann abgeschlossen sein, sodass die Grundbewegung wieder aufwärts ist. Und wir über den Widerstand, der jetzt eben über das Wochenhoch definiert wurde, ein Kaufsignal praktisch generieren. Okay, das ist die Option. Die zweite Option, also für den weiteren bärischen Verlauf ist, dass praktisch diese Bewegung hier intern eine B ist, dass sich das Ganze eben zeitlich nochmal aufbröselt. Und die Abwärtsbewegung eben mit dem zweiten Erreichen des Montagshochs hier nochmal in einen Verkauf mündet, bevor dann eben dieser wichtige Unterstützungspunkt nochmal erreicht wird. Also das ebenfalls dann möglich, dass eben diese B einfach zeitlich ausgedehnt wird, wir nochmals am Widerstand scheitern und dann ein Abverkauf erfolgt. Für dieses Szenario gilt dann unbedingt zu beachten, dass der Hochpunkt als Kontrollpunkt für die Shorts genutzt werden muss, um dann eben diesen zweiten Abverkauf zu bekommen. Okay, und die Bullen, die haben dann eine ganz andere Absicht. Für die ist, wie gesagt, die Möglichkeit da, auch wiederum mit dem gestrigen Tief zu arbeiten. Das bedeutet, dass jetzt dieser laufende Anstieg hier im Idealfall noch diesen Widerstand erreicht, also irgendwo diesen Hochpunkt, bevor dann eben ein Rücklauf einsetzt, der im Idealfall dann das Retracement, also irgendwo das 61er Retracement hier holt. Also ich mache mal die Zone, irgendwo dann zwischen 670 und 550, das wäre interessant. Und ausgehend eben davon, von dieser Retracement mit einem höheren Tief eben, dass dann die Rallye weitergeht. Und so könnte man dann die einzelnen Varianten für sich abwägen, je nach Geschmack praktisch. Okay, soweit dann zum US 30. Und diese zweite Zone, dieser Support ist, wie gesagt, dann gestern erreicht worden. Minimumziel, ein tieferes Tief wäre dann für diese zweite Variante auch gegeben und erfüllt. Okay,
Das dazu, kommen wir zum Germany 30, schauen uns hier nochmals den Verlauf an. Im Germany 30 haben wir heute das Montagstief getestet, haben es praktisch verteidigt. Wir hatten ja diese Option im Germany 30 gestern angesprochen, dass wir eben hier eine B haben können, sodass eben der Abverkauf an sich noch etwas verlängert wird und wir etwas tiefer dann in Richtung 14.4 noch laufen, im Idealfall sogar die 14.2, also den großen Ausbruch hier, dann retesten. Ist weiterhin die Möglichkeit, dass diese Variante dann ja noch erfüllt wird, kann man sich anschauen. Wichtige Supportmarken, die 410 und dann eben die 14.2 für diese Variante. Alternative ist, dass wir eben ja mit dem Tief heute ein Doppeltief hier abschließen und das Hoch von gestern den Schaltpunkt für die bullische Variante dann darstellt. Und über diesem Hochpunkt von gestern würde praktisch diese Korrektur beendet sein. Wir würden dann in die nächste Rallye-Phase hier übergehen, um ja letztendlich die 14.9 und dann später in Richtung 15.100 dann anzusteigen. Und ja, die Kontrollpunkte oder die Supports für die Longs sind dann eben diese Tiefpunkte. Die sollten möglichst verteidigt werden oder eben prozyklisch mit dem Markt dann zu gehen mit einem Ausbruch über die 700-Punkte-Marke hier. Okay, soweit die Germany 30-Geschichte. Und genau, dann nochmal ein Blick auf den Nasdaq. Der ist, denke ich, auch ein Thema heute. Genau, also im Nasdaq ist folgende Situation. Ich schaue nochmal einen Blick auf den 4-Stunden-Chart. Wir hatten ja diesen großen Abverkauf und die Frage, die sich jetzt allgemein stellt, ist dieser Abverkauf. Hier so eine Dreierbewegung, wir haben den Supportbereich, die 12.2, erreicht. Sollte diese Bewegung abgeschlossen sein, also eine komplette Dreierbewegung, dann arbeiten wir ja bereits an einer Auffächerung in einem neuen Aufwärtstrend. Und dafür sind jetzt zwei Rallye-Phasen zu beobachten. Also einmal hier direkt dieser Anstieg nach dem Tief, dann diese Dreierbewegung. Und seit dieser Dreierbewegung ein neuerlicher Anstieg. Okay, diese Bewegung jetzt, die wurde dann letzte Woche korrigiert in dieser Dreierbewegung. Perfekt eben in den Support der vorherigen Tiefpunkte, also genau hier rein. Perfekt, hat wunderbar gehalten. Okay. Ausgehend eben von diesem Support haben wir jetzt wiederum eine Rallye gesehen, also vom Tiefpunkt eben eine 5er-Entwicklung, die sich mit diesem ersten Anstieg, Gegenbewegung, zweiter Anstieg, Gegenbewegung, 5er Anstieg. Okay, eine mögliche Impulsbewegung aufwärts. Diese Impulsbewegung, die würde sich ja jetzt korrigieren lassen und das macht er ja jetzt auch. Somit könnte man diesen Fibo so ansetzen, dass man den Hoch- und Tiefpunkt miteinander verbindet und sich jetzt eben über die Retracements die ja die möglichen höheren Tiefs dann anschaut. Dieser erste Abverkauf, der ging genau hier auf das 38er und wir haben mit dem heutigen Tag das nächste Retracement, das 50er hier erreicht. Das 61er sollte man nicht ausschließen, könnte ebenfalls noch erreicht werden. Das Level liegt bei 880. Okay, wichtig ist jetzt vielmehr auch die Symmetrie der jeweiligen Abverkäufe hier sich anzuschauen. Also haben wir gleiche Längen. Und hier kann man dann das so machen, dass man diesen ersten Abverkauf eben misst und dann einfach ableitet und man sieht, okay, die Symmetrie ist gegeben, wir haben A gleich C als Mindestvoraussetzung, ist erledigt. Dann kann man ebenfalls noch eine Extension ziehen, dass man eben diesen ersten Abverkauf nach unten spiegelt, um dann das 127er oder 161er Extensionslevel zu bekommen. Und dann sieht man, aha, okay, beide Extensionslevel sind auf den nächsten Fibos, sodass eben, sollte sich das Ganze hier bullisch gestalten, diese Zone hier, die sollte halten. Und in diesem Bereich lässt sich eben so argumentieren, dass das hier das höhere Tief wäre, solange der Tiefpunkt vom letzten Freitag nicht unterschritten wird. Und das wäre dann die Möglichkeit, mit dem Tiefpunkt als Kontrollmarke long zu handeln für ja, den neuen Anstieg dann in Richtung 13.300. Okay, soweit diese Variante.
Und auf der Unterseite, was kann man da sagen? Ja, letztendlich würde man auf der Unterseite diese Entwicklung hier trenddynamisch sehen. Also wir haben hier einen Fünfer, der wurde jetzt korrigiert in dieses Hoch. Und ausgehend davon wäre hier sogar eine Schulter-Kopf-Schulter-Invers gegeben, die ja die bärisch wäre. Und somit sind diese Hochpunkte Stop-Marken für Shorts, also die 13.182. Solange wir da drunter sind, kann man hier ja durchaus sogar mit einem weiteren Abverkauf spekulieren. Wichtig ist für die Shorts, diese Marke hier oben, die sollte nicht durchbrochen werden. Und dann kann man das weiter hier nach unten durchziehen. Okay, soweit dazu. Zum Nasdaq, um das Ganze in den Indizes zu vervollständigen. Also sehr wichtig, seit dem Tiefpunkt ist das hier ein Impuls, haben wir gerade gezeigt. Und diese Dreierbewegung, perfekt ins Retracement, wäre somit dann ja, im Idealfall bald abgeschlossen und könnte wieder ansteigen. Okay, kommen wir zum Euro. Und genau, dieser hat ein neues Tief heute gesetzt. Und zwar sind wir unter die 18,35 gegangen. Ja, grundsätzlich kein gutes Zeichen für den Euro, weil hier immer die Gefahr mitspielt, dass wir ja hier diesen Abverkauf weiter beschleunigen, um dann ja dieses Mindestziel, die 1,16, zu erreichen. Okay, noch wäre ich vorsichtig, beziehungsweise würde es weiterhin beobachten, weil wir noch weiterhin im Retracement sind. Also dieser Anstieg seit der Wahl, ich habe den mal gesondert hier aufgerufen und was mich interessiert, ist eben diese komplette Zone hier. Also die beiden letzten Retracements und da sind wir jetzt aktuell drin und wie sich der Markt hier verhält. Und da sollten jetzt hoffentlich neue ja, Lösungen oder Punkte eben bald gefunden werden, ob wir dementsprechend hier den Abverkauf beschleunigen oder ob es sich hier vielleicht um eine weiterhin mögliche Bodenbildung ja, handelt, die dann später eben auf die bullische Seite, also pro Euro, umgekehrt wird. Und aktuell wäre das Long-Level anzupassen, also von diesen 21,13 einfach auf dieses nächste Hoch im Bereich 1,1920. Und hier ja, ist eben aktuell dieser Widerstand für die Longs. Solange wir da drunter bleiben, ist hier die Gefahr, dass wir ja, weiter verkaufen, dann eben in die Richtung 1,16 und mit dem Anstieg eben über die 1,1920 würde sich das dann drehen und wir können dann weiter überlegen, ob sich dann dieses Dreiermuster so hier vielleicht vollendet und ein Trigger eben über die 1,1990 auf die Oberseite entsteht. Und ja, so lange brauchen wir uns über die Oberseite keine Gedanken machen. Hier gilt es erstmal, diesen Support weiter zu beobachten. Okay. Gut, kommen wir zum Gold. Hier weiterhin der Kampf um diese 17,30, 17,20, 17,40. Ja, kann man eigentlich kein Update machen. Sehr enge Range. Ja, beobachten wir weiter. Ich denke, ist alles gesagt. Die bärische Variante, diese Dreierbewegung, ideal. Und ja, die wird wahrscheinlich nach unten aufgelöst, sobald wir die 17,20 nach unten brechen. Hier wäre dann ein Retest der 16,80 ideal und über die 17,40 kriegt man leichte Chancen eben auf einen weiteren Anstieg dann im Gold und dann auch die Idee, dass wir mit den 16,80 ein Tief haben und die seit August laufende Korrektur beendet haben. Also hier würde dann diese Dreierbewegung gelten, genau in diese 127er Extension. In die vorherigen Hoch- und Tiefpunkte, also perfekte Zone für den Support und die Aufwärtsrichtung wäre dann gegeben. Okay. Gut, soweit die Updates. Ja, dann hätten wir jetzt noch Zeit. Achso, Öl, genau, hatten wir gestern kurz besprochen. Also die Möglichkeit, dass wir hier einen Fünfer haben, der endet und ja, zeigt sich eigentlich interessant. Oder also es geht darum, ob diese Dreierbewegung hier möglicherweise durch ist und in dieser zweiten Abwärtsbewegung
dass wir hier eben einen Impuls nach unten haben. So würde das aussehen. Und ja, deswegen diese Rallye, eigentlich idealtypisch ein kleiner Start. Okay, somit gilt es eben für bullische Ambitionen, dieses Tief im Moment im Auge zu behalten. Solange das eben nicht unterschritten wird, ist diese Variante ja am Leben und kann dann umgesetzt werden. Und wichtig wird dann sein, wie sich der Markt innerhalb dieser Widerstände, also dieser Zone hier, dieser große Bereich, das ist einfach der Hochpunkt und der Tiefpunkt der Abwärtsbewegung jetzt, wie sich der Markt, sollte er hier ansteigen, so wäre es idealtypisch, aus diesem Bereich, wie er dann agiert. Und zwar ergibt sich dann die Möglichkeit, dass hier ein weiterer Abverkauf dann noch folgt, um eben diese tiefere Supportzone im Bereich 57 und 54 dann noch abzuarbeiten. Oder eben, ob diese Dreierbewegung tatsächlich schon durch ist und wir dann wiederum in diesen Aufwärtstrend, der jetzt seit spätestens der US-Wahl besteht, dass wir diesen jetzt genug korrigiert haben und wieder in den übergeordneten Aufwärtstrend dann gehen. Okay, und das ist hier dann die Situation. Ja, wichtiger Widerstand eben diese komplette Zone zwischen 65 und 67 hier im Brent. Okay. Okay, ja, soweit keine Fragen. Dann ja, schaue ich noch mal schnell, wie es hier vorangeht. Okay, also eher kleine Werte, sagt mir nichts. Alcoa heute sehr weit vorne. Genau, wir können ja die chinesischen Klassiker mal durchmachen. Ich möchte nochmal auf die BYD zu sprechen kommen. Und zwar ist die ein zweites Mal im Support. Und zwar bei den 171, also Hongkong-Dollar. Und die BYD ist ja hier interessant. Und zwar der Support ergibt sich eben aus dieser Konsolidierungszone, die wir im November gesehen haben. Genau, also aus dieser Konsolidierungszone, hier die Tiefpunkte, das ist etwa im Bereich 171, 165. Und genau in diese Zone laufen wir jetzt ein zweites Mal. Wir haben jetzt sogar mit dem Closing-Preis ein tieferes Tief zum Vorgängertief, was ideal ist. Und dieser Bereich, den sollte man jetzt in den nächsten Tagen anschauen, wie sich der Markt hier verhält. Ob sich eben ein Reversal einstellen kann und sollte das passieren, ja, wäre eben diese Korrektur demnächst abgeschlossen und wir könnten diesen großen Aufwärtstrend, der jetzt seit Corona herrscht, wieder aufnehmen und dann eine Rallye eben erwarten in Richtung 260 und 320 Hongkong-Dollars für diese nächste Rallye-Phase. Und dafür ist eben diese Konsolidierungszone prädestiniert und diese Dreierbewegung dann idealtypisch dafür. Okay, also 171 bis 165, mega wichtig, kann man sich die nächsten Tage anschauen, die Tageskerzen, die Wochenschlusskurse etc., wie sich dann hier eine Stabilisierung etabliert und man kann auch auf den MACD achten, entweder im Tages- oder auch im Wochenchart und hier im Tag sieht man schon, dass die beiden Tiefpunkte aktuell leicht divergierend sind und das ist schon mal ein guter Punkt. Und genau das sollte dann in den nächsten Tagen bestätigt werden mit Umkehrkerzen. Es kann Hammer sein, Bullish Engulfing etc. Sehr interessante Zone hier dann. Okay, das eben als kurzes Update nochmal BYD in diesem Zusammenhang. Okay, soweit dann das Update für heute. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie mögen, dann morgen wieder ab 15:15 Uhr. Und bis dahin, good trades, viel Erfolg und ade.